Auftritt ist immer Förderung. Die Musiker brauchen Öffentlichkeit und brauchen Ansporn und eine Zuhörerschaft. Das ist sehr wichtig. Ich vermute, dass mein Vater mich gebeten hat, mich vor den Schachtdeckel zu stellen, weil er so stolz war, dass fast alle Schachtdeckel in Hamburg von ihm geliefert wurden, von der Firma Feldmann. Die Firma habe ich 40 Jahre lang geführt und in den letzten 10 Jahren eben hier im Fasskeller Konzerte veranstaltet. Der Fasskeller ist eine Institution in Hamburg inzwischen und da kann man Frau Feldmann nur dankbar sein, dass sie das vor 25 Jahren ins Leben gerufen hat. Und deshalb stoße ich gern auf sie an. Alle wundern sich und fragen, sind die Fässer noch voll? Die Fässer sind leer. Hier hat vor meiner Zeit eine Firma Schnaps hergestellt und Campari. Mein Cello und mein Bogen sind beide Leihgaben, großzügige Leihgaben von Brigitte Feldmann. Und das ist natürlich für einen Musiker eigentlich das Wichtigste, gerade für einen Cellisten, ein Instrument zu haben, mit dem man zufrieden ist und mit dem man sich in jeder Situation auch wohlfühlt. Als mittelständische Einrichtung und begründet von Frau Feldmann finde ich, dass sie eine sehr wichtige Funktion hat, weil sie zeigt, dass eben eine Person, die sehr engagiert ist, auch über Jahre, 25 Jahre jetzt, sehr erfolgreich arbeiten kann. Hamburg, als wäre ohne Feldmann kulturell nicht zu denken, wenn es um Musik geht, um neue Musik, um Musikvermittlung, um Musikförderung. Es wird sicherlich ein, wie man Frau Feldmann kennt, ein sehr exquisit und toll ausgesuchtes Programm sein. Da erwarte ich, dass es ein schönes Niveau hat, dass junge Leute sich präsentieren können, sich ins Blickfeld also rücken können.
Also wenn es Feldmann kulturell nicht geben würde, müsste man es glattweg erfinden.